Dankeschön. Ja, ich komme auch aus dem Osten, das tut mir leid. Ich kann alles verstehen, das hat vollkommen recht. Außerdem noch aus Magdeburg, oh Gott. Ich war heute früh bei IKEA, also falls noch jemand von der Menschheit als Krone der Schöpfung denkt, der hat noch nie so eine Gruppe von denen in einer automatischen Drehtür gesehen. Vollidioten. Dann bin ich mit der Straßenbahn Richtung Hauptbahnhof gefahren und dann stand da so ein kleiner Junge und hat so auf die grob gewebte Wolljacke seiner Mutter geguckt und hat sie dann so gefragt, Mutti, sind wir Ökos? Und sie hat gemeint so, was? Also ja, kann man schon sagen. Und er hat so auf den Boden geguckt und gemeint so, oh nein. Oh, der arme Junge, tat mir so leid. Naja, so leid tut mir auch quasi der kleine Sohn meiner Cousine und ich habe aufgeschrieben, was bei uns zu Weihnachten passiert ist. Und der Text heißt Das Ende. Und geht so. Es war Montag, erster Weihnachtsfeiertag. Wir saßen im Wohnzimmer meiner Oma, aus dem Radio plärrte Weihnachtsmusik. Mutti, ist das nicht ein bisschen laut? Rief meine Mutter. Ich verstehe dich kaum, die Musik ist ein bisschen laut, rief meine Oma. Meine Mutter winkte ab. 20, 22, 24, 26, brüllte meine Oma. Anzünden, rief der kleine Sohn meiner Cousine. Mutti, meinst du nicht, dass es genug Räuchermännchen sind? Schrie meine Mutter, die 2 Meter neben mir saß und die ich schon längst nur noch schemenhaft erkannte. Sind doch nur noch 2, rief meine Oma irgendwo hinter einer dichten Nebelwand vom anderen Ende des Zimmers zu uns herüber. Genau, sagte ich, man kann ja fast noch die eigenen Hände sehen. Oma, das ist alles Kohlenmonoxid, rief meine Cousine, davon schläfst du ein und dann stirbst du. Für mich war es eh das letzte Weihnachten, rief meine Oma. Er wird sich der Feuerwehr freuen, wenn der Rauchmelder wieder losgehen, unkte mein Vater. Wir haben doch die 9, rief mein Opa, die kappen einfach an Strom und gut ist. Ich musste husten. Na los, mach mal auf, sagte meine Mutter und schob mir ein flaches Päckchen entgegen. Nee, sagte ich, weißt du, was da drin ist? Na, vielleicht ist ja diesmal was anderes, sagte sie. Lass mich raten, sagte ich, wenn ich das Papier aufriss. Es ist... Tada! Rief meine Mutter. Ich seufzte. Leute, ich habe genau ein einziges Mal Mancherie probiert. Und das nur, weil ich wissen wollte, ob die wirklich so scheußlich schmecken, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ihr müsst mir das nicht andauernd schenken. Mancherie! Rief meine Oma. Warte! Sie rannte in die Küche und kehrte mit einer riesigen Glasschale zurück, die über und über mit den ekligen Pralinen gefüllt war. Hier, sagte sie, musst du nicht extra deine Packung aufmachen. Hab grad welche für dich gekauft. Ich verdrehte die Augen. Der André und seine Mancherie, grinste meine Mutter. Ich esse überhaupt keine Mancherie, rief ich. Niemand isst Mancherie. Mancherie werden produziert, gekauft, verschenkt und dann wieder weggeworfen. Der Erfolg von Mancherie ist ein riesiges Missverständnis. Ça va. Ich habe nie jemanden getroffen, der den Scheiß isst. Am Ende des Raums klimperte es. Ah, gucke, rief meine Oma aus dem Nebel. Wir haben sogar noch ein paar Räuchermännchen. Juhu, rief der Kleine, anzünden! Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, sagte meine Cousine und deutete zur Decke, die bereits vollkommen verschleiert war. Hier ist doch eh schon alles voller Rauch. Guck mal, der Junge hat schon ganz rote Augen. Wieso, fragte ich, sobald der einschläft, wissen wir wenigstens, dass wir uns langsam Sorgen machen müssen. So, sagte meine Mutter zu meiner Cousine und ihrem Mann Micha. Und das ist für euch. Dann hiefte sie ein riesiges Paket auf den Tisch. Ach super, sagte Micha und riss das Papier auseinander, sodass ein großes Plastikfass zum Vorschein kam. Dankeschön, sagte meine Cousine. Wehe, wenn das nicht voller Mancherie ist, knurrte ich. Übertreibt ihr es nicht ein bisschen mit der Tupperware? Ach was, das ist doch nur für unsere Lebensmittel, sagte meine Cousine. Zieht ihr aufs Mittelmeer oder was? Quatsch, aber von der Erfindung des Kühlschranks habt ihr gehört, ja? Der Kühlschrank bringt ja aber auch nichts, wenn kein Strom da ist, sagte Micha. Ach komm, Micha, ist doch egal, sagte meine Cousine. Wie jetzt, fragte ich, ist so schlimm bei euch in Thüringen? Nee, eiferte er sich, aber statistisch gesehen, komm, ist doch gut, sagte meine Cousine. Der André versucht doch nur wieder, dich zu ärgern. Ach was, grinste ich, so eine gesunde Skepsis gegenüber Kühlschränken ist doch ganz normal, hä? Ja, rief Micha, statistisch gesehen fällt im Winter nämlich viel häufiger der Strom aus, weil ja mehr Leute Strom verbrauchen. Die Schwankungen sind riesig, da ist es nicht verkehrt, wenn man sich ein bisschen vorbereitet. Ach, ihr seid jetzt Prepper, lachte ich. Ich wusste, dass das kommt, seufzte meine Cousine. Nein, nein, erklärte Micha, wir bereiten uns nur ein bisschen vor. Das ist das, was das Wort Prepper bedeutet, grinste ich. Glaubt ihr auch schon an eine BRD GmbH? Habt ihr schon euer eigenes Land gegründet, so mit eigenen Ausweisen und so? Mann, sagte meine Cousine, doch Micha hat halt ein bisschen Dosenbrot, bisschen Trockenfleisch, ein paar Kanister Wasser gekauft. Das kommt jetzt hier in das Fass. Ja, aber wofür denn, fragte ich. Packst du am besten noch ein paar Mancherie mit rein, die ist euch eh keiner weg, rief mein Vater aus seiner Rauchschwade. Hier, wenn alles nach Omas Plan läuft, dann gehen wir heute Abend alle drauf, sagte ich und deutete in Richtung meiner Oma.
So, mein Kleiner, rief sie aus der anderen Zimmerecke, dann nimmst du jetzt hier die Räucherkerzen immer noch ein paar an. Micha stupste mich an. Musst jetzt aber nicht überall rumposaunen bei deinen Auftritten, dass wir uns so ein bisschen für einen Ernstfall vorbereiten, flüsterte er. Das ist nicht gut, wenn das so viele Leute wissen. Nee, nee, sagte ich, keine Sorge. Naja, sagte meine Cousine, dann können wir aber was anderes reden. Eigentlich geht's ja auch nur um die ersten 3 Tage, sagte Micha. Ist gut jetzt, herrschte meine Cousine. Wie jetzt 3 Tage, fragte ich. Na, danach hält sich sowieso niemand mehr an Gesetze, sagte Micha. Da fangen die Leute eh an zu plündern. Logisch, nickte ich. Und habt ihr noch keine Waffe? Mann, rief meine Cousine. Ich würd ja, nickte Micha, aber deine Cousine? Wir kaufen uns keine Waffe, Micha. Ja, aber wenigstens so ein kleiner Bunker, fragte ich, irgendwo im Wald. Ja, rief er, ein Kumpel von uns hat einen. Micha, wir kaufen uns keinen Bunker, das ist unser Urlaubsgeld. Ja, sagte ich, wenn erstmal Krieg ist, dann wird sowieso schwierig mit Urlaub, unkte ich. Micha nickte. Bestärkt den nicht noch, rief meine Cousine. Was denn, rief ich. Von mir aus könnt ihr doch machen, was ihr wollt, ihr müsst aber zugeben, dass das alles ziemlich... In diesem Moment wurde es dunkel. Ha, rief Micha. Siehste, Mutti, du mit deiner Kokelei, brüllte meine Mutter. Hoppala, rief meine Oma, bin ich wo ein Lichtschalter gekommen, hä? Das Licht ging wieder an, ich musste grinsen. Ja, ja, knurrte Micha, noch lachst du. Aber was machst du, wenn es wirklich soweit ist? Machte ich, ein Auto knacken. Ja, und dann? Fahr ich zu euch nach Thüringen, ich kenne eine Wohnung, wo man super plündern kann.